Ein einsamer Planet umkreist eine kleine, naja, gelb-orange Sonne. In Planetary Annihilation, in einer Multiplayer-Partie. Es ist Folge. Don't know. Warum fragt jemand, what spot? Wir können auch eh nur einen auswählen. Also, vielleicht können die anderen mehr als einen auswählen. Sauerei. Es ist ein interessantes Spiel. Es ist nämlich ein Spiel mit 9 Leuten, wobei aber jeweils 3 in einem Team sind. Also, ich glaube, ich bin mit Arachnis und Matthäus zusammen in einem Team. Wir teilen uns aber diesmal nicht die Armeen und das ist der große Unterschied zu sonst. Ich bin also relativ gespannt, wie das jetzt ausgeht. Der Planet ist winzig, es gibt auch nur den einen. Also, das System heißt Com Wars. Ich kann mir vorstellen, dass es darum geht, dass die Commander sich gegenseitig kaputt machen, aber da lasse ich mich nicht so leicht fertig machen. Zumindest versuche ich es. Mein Ziel an dieser Stelle ist nicht, unter den Top 3 der Ausgeschiedenen zu sein, also als einer der ersten 3 auszuscheiden. Wie ihr mich kennt, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Gott, warum höre ich eigentlich nicht auf, mich schlecht zu machen ständig? Doch in letzter Zeit fast immer gewonnen. Aber egal. Wann geht's denn jetzt hier mal los? Iceless ist. Oh, you must reconnect. Na komm, dann kann es noch 10 Minuten dauern. Aber irgendwann endet ja die Auswahlphase von alleine. Glaube ich zumindest. My ready button isn't working. Nee, Mama, ich hab mir in die Hose gepullert. Und Steam Fails. Ach, Leute. Da dachte ich, schalte ich euch doch schon mal dazu, während wir hier die Auswahlphase haben, weil das irgendwie, keine Ahnung, ganz lustig ist, sich das mal anzugucken, mal wieder. Aber irgendwie weird, ja. Irgendwie seltsam. Dauert ja dann doch länger als gedacht. You can't get online because Steam Bugs. Na gut, dann wird das ja jetzt entweder nichts oder die Zeit läuft hier mal ab und wir können endlich anfangen. Articanus heißt der Planet. Aha. Meint ihr wirklich, das liegt an Steam Bugs? Könnt ihr mal in den Kommentaren berichten, was ihr da so in letzter Zeit für Probleme hattet. Also ich kann nur sagen, ich habe neulich auch mal versucht zu reconnecten, nachdem ich rausgeflogen bin. Das ging auch nicht, anders als früher. Aber ich habe keine Ahnung, ob das an Steam liegt oder ob das nicht vielleicht am jeweils aktuellen Build liegt von der Gamma. Also tendenziell denke ich immer eher, dass Steam funktioniert bei sowas. Also gerade wenn es vorher funktioniert hat. Aber vielleicht habe ich auch einfach jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Wie gesagt, es ging nicht mit reconnecten, aber es wirkte auf mich eher so, als wäre das Spiel buggy. Was fast etwas wahrscheinlicher finde. Uff, sieht ein bisschen aus wie der Todesstern, wenn da nur so ein so fetter Krater vorne drin ist. Aber dafür ist das ganze Ding ein bisschen zu unförmig. Aber es ist tatsächlich auch nur ein Krater, ne? Ist nur blöd, dass meine Startposition nicht genau in dem Krater liegt, weil dann würde es so aussehen, als würden da so Laserstrahlen rauskommen. Wobei, es sieht eher so aus, als würden die Laserstrahlen reinkommen. Sieht ja immer noch genauso aus wie vorher. Whee! Ich weiß, es ist total spannend. Gut, ich würde sagen, kleiner Schnitt. Es geht dann doch noch mal irgendwann los. Das ist schön. Und damit beginnt dann auch der Spaß von wegen nicht als erstes rausfliegen. Oder baut schon jemand direkt neben mir? Ist das einer von meinen Jungs? Jetzt muss ich gucken, wer bei mir ist. Das ist keiner von meinen Jungs, oder? Okay, dann baue ich jetzt vielleicht doch nur noch den hier. Dann baue ich einen Energiedingens. Ah, scheiße. Oh, es gibt ein neues Einheitenmodell für den Laser. Ist ja auch schon mal was wert. Gut, in der Zeit, in der er eine Fabrik baut, kann er keine Verteidigung bauen. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Laser hinstellen und kann dann in Ruhe geschützt eine Fabrik bauen. Während er seine Fabrik kaputt geht. Hehehehe. Muhahaha. I am so evil.
vor. Ich habe schon mal angefangen, auf den Laser zu schießen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Einfach noch mehr davon bauen. Jetzt ist die Frage, welcher Laser geht zuerst kaputt? Kann mir jemand erklären, warum ich... Ach so, weil ich zu weit rausgezoomt war. Oh, da kommen schon die ersten Panzer. Das ist gar nicht gut. So viel zum Thema, nicht gleich als erstes rausfliegen. Oh, jetzt hör auf hier, mich kaputt zu machen, du Mistkerl. So, wer ist denn bei mir noch? Hier der Blaue und der Rosane auch nicht. Shit. Der Schwarze. Ach Mist. Ist doch alles doof. Sind alle nicht bei mir, die Mistkerle. Entschuldigung. Ich werde gerade ganz schön misshandelt hier von... Ey, Mist! Ich komme nicht mehr aus dem... Nein! Ach. Ich komme nicht mehr aus dem Baumenü raus. Och, Leute, wirklich, was soll denn der Mist? Jetzt ist wieder hier die ganze Zeit der Bauquatsch angewählt. Hallo. Ja, jetzt geht's. Ja, komm, den grünen kriege ich. Den grünen kriege ich kaputt. Bin ich zumindest schon mal nicht als erstes rausgeflogen. Das ist doch schon mal gut, das ist doch gut. Mal ein bisschen aus der Reichweite raus von den Kanonen. Okay, ich glaube, ich gehe da mal lieber da lang. Ach du Scheiße. Ja gut, jetzt hab ich verschissen, würde ich sagen. Ah, dammit. Oh, es gibt jetzt aber die tolle Anzeige hier. Wenn man rausgeflogen ist, ist man im Spectator-Modus. War mir ja vorher auch schon. Aber, ich bin als erstes rausgeflogen, das macht mich nicht gerade glücklich. Aber jetzt sehe ich die Ressourcen live von den anderen. Das ist schon mal ganz gut. Wer ist noch bei mir? Der Hellblaue und der Braune. Also er hier. Er macht das genau richtig. Hat einen Techniker gebaut. Das wollte ich ja auch machen. Ich habe ja gleich als erstes einen Techniker gebaut. Aber den haben sie mir dann zerschossen, weil ich von Anfang an von mehreren Seiten belagert wurde. Was eine Sauerei sondergleichen ist. Wo ist denn der Braune eigentlich? Da, der steht ja ganz alleine. Und stört und ärgert nur. Ich weiß nicht, wie der sich so lange hält. Der Hellblaue hat hier richtig sich ausgebaut, richtig ausgebreitet. Versucht jetzt hier gerade den Schwarzen kaputt zu machen. Hier der in Gelb, der Mistkerl, einer von den beiden, die mich zerstört haben. Der, was macht der eigentlich? Jetzt versucht er meinen Kumpanen fertig zu machen, das kann ja wohl gar nicht sein. Mein blauer Freund. Es darf nicht passieren. Töte ihn nicht. Ja, der ist gut, der lässt sich gleich wieder heilen, aber vielleicht wäre mal ein, mehr als ein Techniker ganz gut. Also, das muss ich mir noch angewöhnen, wenn man hier gegen, wenn es praktisch Last Man Standing ist, so alle gegen alle auf so einem witzigen Planeten und man nicht wegkommt, dass man dann viel mehr mit Mauern arbeitet. Also, ich habe es jetzt ja gemerkt, dass das richtig gut war, dass der Gelbe sich da eingemauert hat und sich einfach kaum mehr hat treffen lassen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber es war schon, ich hatte schon echt blöde Position jetzt am Anfang, hatte ich das Gefühl. So, der Braune, der weiß auch nicht so richtig, was mit der Situation anzufangen, habe ich das Gefühl. Also mit dem Blauen hatte ich echt Glück im Team, der war super. Oder der lebt ja sogar noch. Der Braune, der hat echt ein Problem, glaube ich, gehabt. Der wusste nicht so richtig, wo er hin will. Was er davor hat. Wieso stehen hier eigentlich noch grüne Sachen rum? Sollten die nicht kaputt sein?
Habe ich das Prinzip falsch verstanden? Das ist nicht normalerweise mit dem Commander Schluss. So war das doch immer. Warum sehe ich nicht, wo der Orange ist? Sollte der Orange nicht auch noch einen Commander haben? Theoretisch, tendenziell, müsste doch eigentlich von allen, die hier noch leben, müsste doch irgendwie ein Commander noch rumlaufen. Ach, jetzt. Wieso habe ich denn die nicht gesehen? War irgendwie ein. War das ein Bug? Oder habe ich wieder irgendwas nicht gecheckt am Spielprinzip? Müsst ihr mir mal sagen. Also. Fand ich jetzt gerade schon irgendwie komisch. Tja, meinen blauen Kumpel hier. Arachnis, den kriegt er nicht hin. Den kriegt ihr nicht kaputt. So ein Knorke-Typ. Wahnsinn. Wie er sich jetzt wieder einbauert hier. Der weiß, wie es geht. Der Mann weiß, wie das Spiel funktioniert. Anders als ich offensichtlich. Ja, gut, das ist ja jetzt hier auch eine ganz spezielle Spielart. Ah, Gelb versucht zu Tech 2 zu kommen. Ob wir hier in diesem Spiel noch Tech 2 sehen, das ist fraglich. Bei Schwarz war zumindest der Versuch da, hier eine Tech-2-Fabrik zu bauen, aber das hat er sich ja dann jetzt doch wieder gespart. Noch läuft's für meinen blauen Freund, aber das kann sich ganz schnell ändern. Ja, aktuell hält sich hier das alles so ein bisschen die Waage. Ich sehe noch nicht, wer hier als erstes noch rausfliegt. Schwarz wird kaum angegriffen. Hat aber an sich die kleinste Basis so. Kleiner Ruckler. Pink ist nicht so ausgebreitet. Also wenn man Pink jetzt einmal angreifen würde, dann wäre es relativ schnell vorbei. Orange und Gelb sind ja in einem Team, deswegen zusammen mit dem Pinken. No Catapult. Ja stimmt, damit könnte man um den ganzen Planeten rumfeuern, aber die dauern halt auch relativ lange zu bauen. Ist natürlich jetzt blöd, dass von unserem Team nur noch hellblau übrig ist. Schwarz und dunkelblau kämpfen natürlich nicht gegeneinander. Wo sind die nochmal? Dunkelblau ist auch sehr stark ausgebreitet. Der schwarze eher klein. Ja, jetzt ist natürlich, eigentlich hat unser hellblauer Kumpel hier keine Chance mehr. Der ist ja einfach komplett umgeben von zwei Teams. Also hier ist schwarz und dunkelblau, da ist der grüne schon raus und hier orange und gelb auf der anderen Seite. Fehlt nur noch hier einer. Verzeihung. Dann wäre das die super Kesselschlacht von Stalingrad. Wäre gespannt, ob das, wie lange der sich hier noch hält und ob noch einer rausfliegt, bevor er rausfliegt. Wenn der dunkelblaue sich jetzt mal in Richtung dem magentafarbenen hier orientieren würde, wäre das ja eigentlich mal ganz schön. Der hat auf jeden Fall gerade eine Artillerie irgendwas gebaut. Ich sehe jetzt nicht wo. Hier flog doch eben Artillerie. Hab ich da verguckt oder was? Sehe ich jetzt nicht mehr. So, was ist hier? Da kommen noch ein paar Panzer. Ja, die wird er noch abhalten können, aber wenn sie dann mal mit 10, 15 Panzern kommen, wird es schon langsam echt happig. Die beiden haben hier ihre Basen vereint. Ich war ja leider so weit weg von den anderen. Ich konnte da jetzt ja leider nicht mehr so viel machen. Warum steht eigentlich der Grüne noch? Der Grüne ist doch schon raus. Verstehe ich nicht. Also warum stehen hier noch die grünen Metallextraktoren? Die sind doch total sinnlos. Ich meine, ich war hier ja auch komplett eingequetscht zwischen gegnerischen Leuten. Wenn man sich das mal hier anguckt, da hatte ich jetzt auch nicht so viele Chancen. Ich hätte mich hier Richtung Grün bewegen können. Hier scheint ja noch nicht so viel zu sein. Aber Gelb und Orange können sich ja jetzt richtig gut miteinander vereinen. Bald werden sie Tech 2 haben und dann spätestens dann ist der Gute hier auch kaputt. Jetzt hat er zwar hier die Pelter-Artillerie gebaut. Aber irgendwie so richtig einsetzen kann er sie auch noch nicht. Oder tut er nicht. Ja, jetzt werden die Panzertruppen auch langsam zu groß. Jetzt kommt hier Katapultfeuer. Wo kommt es her? Nicht von Schwarz. Nicht von Dunkelblau, Lila. Ja, wo kommt es denn her? Kommt es von hier irgendwo?
Sah doch jetzt aber eben eindeutig so aus wie ein Katapult, oder war das irgendein Fahrzeug? Irgendein Artilleriepanzer oder so? Aber das sieht doch da nicht so aus. Genau, hier kommen die Pelter, aber ich meine, so geil sind die jetzt auch nicht. Also, können ja mal gucken, wo die so einschlagen. Na gut, doch, die nehmen schon ein Gebäude auseinander, aber hier stehen ja jetzt auch schon mehr als genug Gebäude, die sie da erstmal angreifen müssen. Sowas muss natürlich immer begleitet werden von Truppenangriffen. Der Commander hält sich auch nicht mehr lange. Den müssen sie jetzt mal massiv reparieren. Kriegen sie jetzt den einen Panzer hier nicht kaputt oder was? Der hat doch keine Lebensanzeige. Und das war's. Was war das für ein fürs Artillerie von hier? Die große Artillerie in der Mitte stehen und dann. Ja, da war's bis mit unserem Team. Wollen wir mal noch schauen, welches Team gewinnt? Jetzt sind. Also, ist schwierig zu sagen, weil Schwarz und Dunkelblau, Violett, die sind. Also, Schwarz ist so ein bisschen kleiner eher aufgebaut, bisschen kompakter, aber lebt noch, keiner greift sie an. Der Dunkelblaue hat sich dann wirklich ordentlich ausgebreitet. Das gleiche wie für den Schwarzen gilt für den Magentafarbenen. Der macht nicht so viel. Aber er ist aus irgendeinem Grund immer noch da. Und das hier oben ist ja wirklich eine, für den Planeten echt eine Monsterbasis. Gucken wir mal, was jetzt hier die Panzermassen können. Das ist ja nur Tech 1. Ups, was war das? Ach, das war der Norden. Ich bin in den Norden eingedrungen. Gleich sehr lustig aus. Orange is completely bugged for me. Okay. Gelb ist weg. Hat er jetzt irgendwie mit der Artillerie den Commander getroffen oder was? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich würde jetzt mal die Chronocam anmachen, aber ich habe Angst, dass ich was verpasse. So, wie geht's dem Commander? Naja, aber mit den Tech 1 Panzern wird das doch nichts. Okay. Aber der Schwarze hat auch keinen großen Anteil daran. Der hat hier so eine kleine Artillerie. Yep. Schön. Und Treffer versenkt. Aber noch lebt er, noch lebt er. Ja, also anstelle des Commanders würde ich mich da jetzt nicht so auf eine Stelle stellen, die dann relativ gut beschießen ist von den anderen. So, wer ist noch übrig? Orange ist noch übrig gegen Blau-Schwarz. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell jetzt dann doch geht. Ist noch der Orange da. Vom anderen Team. Ja, mein Team hat verloren. Ich würde mal schätzen, dass Team von Orange, Gelb, Violett, das obere Team, das wird Zweiter. Und mein Glückwunsch geht schon mal an Schwarz, Blau, Grün. Oder auch nicht. Ja, jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt wird es nochmal spannend. Der Schwarze ist jetzt dran. Also die Basis ist zumindest relativer Schrott. Commander ist natürlich noch nicht annähernd tot, aber. Ja, guck mal, jetzt hier Tech 2 Luftabwehr. Das ist auf jeden Fall schon mal schick. Ist doch Tech 2. Naja, sieht nach Tech 2 aus. Hat ja auch schon Tech 2 Energiegeneratoren überall. Wie sieht es dahingehend beim Orangen aus? Der setzt voll auf Tech 1 bis auf Flugzeuge. Haben wir eben schon die Gunships gesehen, dass er da Tech 2 am Start hat. Da versucht er jetzt einfach Massen an Gunships zu bauen und dann eine Hit-and-Run-Taktik zu fahren. Dass er einfach reinfliegt und die Commander angreift und sich gar nicht um die Verteidigung kümmert. Jetzt macht der Schwarze zu Recht, baut er Luftabwehr. Aber wohl nicht genug. Ja, der schwarze Commander ist jetzt tot. Zumindest fast. Gleich. Bei dem Angriff noch nicht, aber er ist schon halbtot.
Dann braucht es nur noch mal 6, 7 so eine Gunships, dann wird das wohl nichts mehr. Ja, mit diesen Tech 1 Panzermassen weiß ich nicht. Massen sind es erstens nicht, die ihr schickt, und zweitens stehen hier auch überall Mauern mit Geschützen, da kommt da nicht so gut durch. Viel besser ist natürlich da die Artillerie, die um den ganzen Planeten feuern kann, auf dem Winsmond. Und vor allen Dingen auf die der andere nicht achtet. Immer. Ja, ein Schuss noch und dann hat Blau gewonnen. Blau-Schwarz. Na komm. Die schießt ja auch relativ schnell hintereinander, ne? Ja, bye bye. Schönes Ding. Ja, für so ein. Das war mal was ganz anderes. Also, ihr seht auch, man kann komplett andere Spielarten machen. Haben wir ja schon ein paar Mal gespielt mit 10 Leuten auf einem kleinen Planeten. Aber ich fand, das war jetzt schon mal was ganz anderes. Das war wirklich so eng, so dicht beieinander. Da gab es ja wirklich wenig zu taktieren. Da muss man gleich am Anfang schnell die richtigen Entscheidungen treffen und halt auch mit der Startposition ein bisschen Glück haben. Und ja, dann macht auch so ein kleines Spiel zwischendurch mal Spaß. Gut, ich denke mal, am Samstag machen wir mal wieder eine etwas größere Folge mit mehr als einem Planeten. Und zwischendurch war das doch jetzt auch mal ganz schön. Dann sieht man mal, was da so alles drin steckt an Spielmodi. Im Endeffekt sind es ja Spielmodi. Das war jetzt ja so eine Last Man Standing. Alle gegen alle. Oder eine Team Deathmatch-Variante im Endeffekt. Team Deathmatch war es ja. Ja, was ich noch sagen wollte, es gab ja letzten Tage wieder einen kleinen Patch. Haben wir ja jetzt gesehen, es gab ein neues Symbol unten. Das war die kleinste Änderung für den Laser Tower Level 1. Und dann gab es ansonsten noch ein paar andere Improvements, unter anderem eine Menge im Hintergrund wurde verändert, damit in der Programmierung, damit demnächst Multiple Start Positions eingebaut werden können. Also einer meiner ganz großen Punkte auf der Wunschliste, dass wir endlich auf mehr als einem Planeten starten können am Anfang. Das wird super. Und ja, ansonsten gab es eine Menge Änderungen in Sachen Formation. Ich bin jetzt nicht so weit gekommen, dass ich mehr als eine Einheit irgendwie gebaut habe. Ich habe ja nur diesen einen Techniker gebaut. Aber wenn ich mehrere verschiedene Arten von Panzern gebaut hätte, Tech 1, Tech 2 oder was auch immer, oder Roboter, und die irgendwo hingeschickt hätte, dann hätten die sich viel logischer formiert. Also zum Beispiel Nahkampffahrzeuge, die eher auf kurze Entfernung schießen, wie die Inferno-Panzer, wären dann eben vorne weggefahren und die Artilleriesachen dann weiter hinten und die Luftabwehr da in der Mitte oder so ähnlich. Also auf jeden Fall gibt es da eine sehr viel schlauere Anordnung innerhalb der Formationen. Ja, das waren, glaube ich, die wichtigsten zwei, drei Änderungen. Ansonsten funktioniert das Spiel so lala, haben wir gesehen. Die anderen hatten ein paar Probleme. Der eine, der Orange, meinte, es wäre voll verbuggt bei ihm gewesen. Und am Anfang sind zwei gleich wieder rausgeflogen. Das kann auch an ihrer Internetleitung liegen, aber eben unter Umständen auch am Spiel. Ansonsten ist mir jetzt nicht so viel an Bugs aufgefallen. Es lief auf jeden Fall konstant flüssig mit hoher Auflösung. Also mittlerweile haben sie zumindest die Performance relativ gut in den Griff gekriegt. Allerdings hatten wir jetzt ja auch nur einen Planeten. Also bei 5, 6 Planeten im System hört es dann auch irgendwann auf. Dann gehen dann die Frames doch ganz schön in die Knie. Ja, das war der kleine Rundumschlag nochmal. Patch Notes und Performance, Bug Report, alles in einem. So viele englische Wörter, der Wahnsinn. Wir sehen uns Samstag in einem neuen Spiel Planetary. Und ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. Bis dann.